Was geht, Leute? Hier aus Zandvoort zum großen Preis von den Niederlanden zu unserer F1 2021 Mega Season. Heute ein Rennen, wo Regen und vor allem eine richtig miserable Red Bull Racing Strategie. Ich weiß nicht genau, was mit den Jungs heute los ist. Die werden auf jeden Fall schlafen. Ein sehr großes Thema werden wird. Abonniert unseren Channel gerne. Hier haben wir die Strecke in den Niederlanden. Für genaueres schaut auch gerne auf die Hotlap vorbei. Die ist vorhin online gekommen. 4,2 Kilometer, 14 Kurven, 2 DS-Zonen und alles in einem eine richtig schwierige Strecke zum Überholen. Und ja, schaut auch gerne auf unseren Instagram und TikTok-Account vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Und ja, die Startaufstellung haben wir uns gestern ein bisschen selbst vermasselt, weil ich, Idiot, leider abgeflogen bin. Ich kann mir bis jetzt nicht erklären, was der Grund war. Hamilton und Bottas starten von der ersten Startreihe. Dahinter dann Leclerc und Norris. Verstappen nur 5 und Ricciardo. Dann Sainz und Vettel. Gasly und Stroll. Dann auf P11 Fernando Alonso neben Yuki Tsunoda. Dann Giovinazzi und Ocon. Und wir haben dann uns. Wir leider nur von 15 und Russell. Dann Raikkonen und Schumacher. Und in der letzten Reihe dann Latifi und Mazepin. Ziemlich angeglichen. Das passt auf jeden Fall, dass sich die beiden die letzte Reihe teilen. Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall nichts gestern im Qualifying. Schaut gerne vorbei. Oben rechts habe ich es auch verlinkt. Los geht's hier mit dem Start unserer Mega-Season. Lights out hier in in den Niederlanden. Und unser Start war okay, würde ich mal sagen. Wir kommen im Windschatten an Ocon dran. Und es geht dann in die erste Kurve. Rad ein bisschen. Und beim Rausbeschleunigen stelle ich mich hier quer. Und also bin ich ein bisschen quer gestanden. Und deswegen verlieren wir da gleich ordentlich an Zeit. Aber der nächste ordentliche Crash. Wir sind hier neben Alonso. Und uns dreht es hier echt hardcore weg. Und ja, ich denke mir halt, ich bin neben oder ich bin Alonso und so vorbei und ja, keiner gibt nach und dann fliegen beide. Oh Mann. Das war schon der erste richtig dumme. Ja, ich will nicht sagen, ich dachte halt, der steckt zurück. Ich war vorne, ich bin in die Kurve eingelenkt. Man steckt da zurück, aber wenn beide nicht nachgeben, sieht es halt leider so aus, dass Alonso und Ocon da ein bisschen aneinander geraten sind. Das ist natürlich nicht gut und schon gar nicht okay. Der Safety Car kommt und ist jetzt auch schon wieder draus. Also kommt jetzt rein in der Runde und man sieht auch, es beginnt zu regnen. Das sind natürlich richtig schlechte Bedingungen, um hier halt von P11 was zum Reißen zu reißen. Wir sind hier direkt hinter Sebastian Vettel, der sich Zeit lässt auf jeden Fall. Und wir fahren da direkt neben ihn. Ich weiß natürlich, ich darf bis zur DS-Linie nicht holen. Wir kommen aber trotzdem mit ein bisschen mehr Schwung raus. Und ich gönne mir da, glaube ich, wenn es auch nur wenig ist, Stroll-Windschatten. Und wir holen uns da gleich mal Vettel und Stroll. Ich rutsche dann aber gleich in der ersten Kurve ein bisschen zu weit drüber. Ja, dann will Stroll wieder zurück. Und das schafft er auch. Der schafft das. Aber jetzt kommen wir da gut mit durch. Solala. Jetzt sind wir, naja, nur 9. halt. Aber ich weiß halt, wir müssen jetzt durchhalten, bis dann auf Regenreifen geht. Dann können wir wahrscheinlich eh wieder angreifen. Aber das Ding ist halt, das ist so schwierig, auf diesen Bedingungen das richtige Maß zu finden. Weil wenn man zu vorsichtig fährt, ist es gerade wie bei mir hier, dass die Gegner einfach wegziehen. Wenn man zu schnell fährt, dann landest du wahrscheinlich im Kiesbett. Wir springen ein bisschen weiter nach vorn. Es beginnt sehr stark zu regnen. Und ja, Sebastian Vettel sieht man eigentlich auch schon, dass der richtig Probleme hat. Auch Sainz und wir. Und natürlich kommen jetzt alle rein. Also DS ist enable, also DS wird wahrscheinlich auch bald abgeschaltet. Und jetzt kommen alle so rein, weil die Reifen einfach nicht mehr funktionieren. Und ja, ich denke mir so, cool, perfekt, kommen wir auch rein. Verlieren wir da nicht das meiste. Bleibt noch eine Runde draußen. Max Verstappen fährt in die Box. Perfekt. Und 3, 2, 1. Ich biege schon ab und jetzt Max Verstappen. Ich kann nicht reinkommen. Ich weiß genau, wenn ich jetzt reinfahre, ist das Rennen vorbei. Also dann, aber ja, rückblickend ist auch das Rennen vorbei, wenn ich hier weiterfahre. Wir sind in der letzten Kurve und Hamilton ist einfach, der ist mit 10 Sekunden Rückstand rausgekommen aus der Box und hat jetzt einfach nur noch 4,2. Wir müssen es so verdammt langsam machen, auch vor uns da Sainz, Ricciardo, wir sind halt die verlorenen Brüder, die wir vom Team in den Stich gelassen wurden.
sind halt die leider die verlorenen Söhne, die ein bisschen in den Stich gelassen wurden. Jetzt auch Ricardo drin gewesen, aber wir werden natürlich keinen davon bekommen und fallen da echt wieder weit zurück. Neunter waren wir, bevor wir in die Box gekommen sind, und jetzt zack, 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 jetzt ziehen alle vorbei und wir sind jetzt schon Zehnter, jetzt Elfter und da kommt noch einer und das ist natürlich nicht gut. Also da bist du schon mit Wut im Bauch, ja, das war mir dann auch schon scheißegal, mit Wut im Bauch gehst du da raus, du verlierst wirklich durch diese beschissene Strategie zwei Plätze und da fallen wir echt auf die... So, und natürlich ist das echt nicht angenehm, also wirklich, du fährst da jetzt, du musst hinterher hecheln und jetzt sind wir endlich mal nach ein paar Runden an Giovinazzi dran, der wahrscheinlich leistungsbedingt echt ein viel schlechteres Auto haben sollte. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es so hardcore zu regnen beginnt. Dachte mir auch, cool, ist es trocken, dann hier mit der Brechstange. Obwohl, nein, war sogar okay, muss ich sagen. Der hat da echt gut mitgespielt und wir kommen da auch ordentlich raus. Das ist wenigstens ein Trostpunkt. Aber selbst das wird heute noch zur Probe. Das wird echt verdammt, verdammt scheiße heute noch. Jetzt Gasly vor uns, an dem wir uns echt nach langer Mühe, nach richtig, richtig langer Mühe hier endlich dran robben konnten. Wir sind zwar immer noch weit weg, aber es waren zwischenzeitlich sehr, sehr viel und sehr, sehr, sehr großes, ein sehr, sehr großes Loch. Und wir konnten uns hier endlich mal wieder dran robben an Pierre Gasly. Dachten wir auch dann so, cool, perfekt, es läuft endlich. Wir können endlich Gas geben und endlich angreifen. Aber ja, guckt selbst auf jeden Fall mal weiter. Und ja, hier auch wunderschön die Kurve. Im Regen sieht es alles ein bisschen spektakulär aus, muss ich sagen. Im Trockenen so, ja, aber gerade im Regen mit diesem Schwall, den man dahinter her zieht. Ich meine, im Auto ist das Gefühl nicht so cool. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, ist es auf jeden Fall ziemlich nice zum Ansehen. Und jetzt hängen wir uns hier in den Windschatten von... Nein, Pierre Gasly, das wird noch nichts. Aber wir kommen trotzdem perfekt hier raus. Und sie schicken mich nochmal in die Box. Sie wollen einfach, dass ich nochmal komme. Und ich dachte mir dann so, nein, das kann nicht sein. Keiner kommt rein und das, ich fahre jetzt sicher nicht mehr rein. Ich bin so gut im Feld. Und dann höre ich auf dem Wetterbericht, sagt er, Regen dort noch Viertelstunde oder so. Denke mir so, okay, wir gucken uns mal das Überholmanöver an, weil jetzt kommen wir hier schön dran an Gasly, auch im Windschatten. Ich weiß nicht, ob der im Regen überhaupt da ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen da, aber das heißt dann wahrscheinlich auch zugeregnet werden. Und jetzt geht's hier in die letzte Kurve. Wir sind ganz, ganz nah an Pierre Gasly dran. Ganz nah. Sehr, sehr cool. Und Windschatten geht's in die erste Kurve rein. Ähnlich wie bei Kimi kommen wir, ähnlich wie bei Giovinazzi, kommen wir hier echt spät zum Loop voraus. Und wir holen uns hier den... Ja, den 9. Platz. Aber ja, ich dachte mir so, der Regen hält noch 15 Minuten oder so. Und Starkregen weitere 15 Minuten, hat er gesagt. Ich dachte mir so, okay, gut. Da kann nichts an der Strategie falsch liegen. Ich denke mir so, hey, die Reifen sind noch okay. Und die anderen kommen ja auch nicht rein. Aber habe mich dann so von denen einlullen lassen, dass ich dann in Runde Nummer 14 zu einer folgenschweren Entscheidung oder sie halt zu einer folgenschweren Entscheidung gekommen sind, dass sie mich auf Blau rausschicken. Also ich weiß nicht genau, was für ein hirnloser Idiot bei Red Bull diese Idee gehabt hat. Wir haben wieder den 10. Platz verloren, sind wieder auf den 11. zurückgefallen und vor allem werden wir das nicht mehr schaffen können, da aufzuholen. Wir sind sogar ganz, ganz knapp nur vor George Russell rausgekommen. Und was soll ich sagen? Das ist so ein unnötiger Wechsel gewesen. Wir haben wichtige Punkte verloren. Die haben wir sogar beim ersten Boxenstopp schon verloren. Wir haben uns zwar nochmal ganz, ganz nah hier an Giovinazzi dran gearbeitet, hat aber nicht funktioniert, weil die Blauen einfach viel zu schlecht oder viel zu langsam sind für so eine Strecke, für so Streckenverhältnisse. Ja, und dann war es auch leider schon vorbei. Ich natürlich auch komplett mad, richtig am Abfuck aus. Ich wollte dann noch sogar das Auto hier zerstören. Hat leider nicht funktioniert, aber trotzdem. Das war so ein unnötiges Rennen. Aber ich weiß nicht genau, was mit Red Bull los war. Ich meine, wollten die mir mit Absicht das Rennen zerstören? Ja, natürlich sind wir noch Fahrer des Tages geworden. Von 15 auf 11 schafft nicht jeder. Aber ja, das war einfach gerade im... Ja, Mercedes sagt gut lachen, die können sich auf jeden Fall freuen. Ich bin auch gespannt, wo mein Teamkollege gelandet ist, weil das hat immer nur geheißen, so 5-6 Sekunden ist er vor mir. Also er kann nicht viel weiter vorne, okay,
natürlich vor dem zweiten Boxenstopp. Also wenn der Top 5 geworden ist, bin ich auf jeden Fall froh, weil das sind wichtige Punkte. Ich meine, natürlich leider wichtige Punkte in der Fahrerweltmeisterschaft wieder verloren. Aber ja, kann man nicht ändern, wirklich. Also das ist scheiße gelaufen und ich weiß nicht genau, was das Ziel vom heutigen Rennen war, aber ich habe es für mich auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, Leclerc ist noch Zweiter geworden. Das ist so oder so ähnlich, wäre auch mein Tipp für das heutige Rennen gewesen. Also ich hätte gesagt, Verstappen gewinnt das Rennen vor Leclerc und Hamilton. Aber ich sage jetzt mal eher so, es geht so aus, wie sie reingekommen sind. Verstappen, Hamilton und Bottas. Wie so oft auch das ganze Jahr. Was ist euer Tipp? Falls das Rennen noch nicht vorbei ist, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Aber für mich ist es auf jeden Fall vorbei. Also das war heute echt scheiße. Wir können nächste Woche in Monza, im Königlichen Park, nochmal unser Glück versuchen. Ihr könnt gerne natürlich ab jetzt auch schon auf TikTok abstimmen. Unser Teamkollege wurde Sechster. Ist auch nicht das... Ja, ist jetzt auch nicht die beste Leistung. Trotzdem ein bisschen besser wie wir, also auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt gerne morgen schon auf TikTok abstimmen. Und alles, was im heutigen Rennen passiert ist in den Niederlanden, gibt es natürlich auch morgen in unserer F1 2021, in unserem Recap. Also schaut da auch unbedingt gern vorbei. Wir gehen nochmal detailliert auf jede Szene ein, auf jeden Crash, wenn es einen gibt natürlich. Auf jede Szene, über die gesprochen wird. Aber falls ihr das nicht abwarten könnt, könnt ihr natürlich auch gerne auf meinem privaten TikTok-Account vorbeischauen. It's Tobi. Da werde ich auch immer detailliert auf jede Szene eingehen. Oder halt auf Szenen, über die alle reden. Auch wir haben noch eine Rubrik mit vom Lenzfahrer, die leider verstorben sind. Das ist natürlich auch ziemlich tragisch. Die geht jetzt auch endlich wieder weiter. Und ja, wir werden auch auf die Schicksale einblicken, was denen so passiert ist. Manche sind echt extrem traurig. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns heute und morgen noch auf TikTok oder später dann, oder vorhin kam, wie gesagt, unsere Hotlap. Da könnt ihr auch noch gerne vorbeischauen. Morgen dann das Recap. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, abonniert unseren Channel gern kostenlos. Schaut auch unbedingt gern auf unseren Instagram und TikTok vorbei. Nichts geschafft. Noch dazu, wenn Hamilton ein Rival ist und der das Rennen gewinnt, ist es natürlich nicht so optimal. Und wie gesagt, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen oder später auf TikTok. Und ja, natürlich auch ein Recap wird es auch auf TikTok geben. Also bis dahin, danke fürs Zugucken. Und Noten werden auch vergeben. Und ciao.